Wir sind wieder in Dusty Creek, oder wir sind immer noch in Dusty Creek. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich das nennen soll. Gegenstände. Vielleicht können wir das ja... Ja, wir können noch mehr eine Flasche mit Öl erhalten. Okay. Können wir eigentlich... Wir haben ein Seil, oder? Ein Seil? Kann ich mit diesem Seil eventuell irgendwo... Nein. Ich dachte, wir könnten hier eventuell runterklettern, oder? Aber hier eventuell... Ja, hier liegt nämlich auch was. Ein Thronschlüssel. Sehr schön. Ob wieder hoch da mit uns, Sandra? Das Teil lassen wir da, brauchen wir ja definitiv eigentlich auch gar nicht. Und jetzt zünden wir diese Scheißpilze an. Die Flasche wird nicht mehr benötigt. Was ich an diesem Spiel wirklich sehr gerne mag, ist die Tatsache, dass man hier... Eine Schlüssel wird nicht mehr benötigt. Dynamit. Unglaublich viele Dialoge hat. Ich liebe es, wenn ein Spiel viele Dialoge hat. Das müsste reichen. Okay, dann nichts wie weg. Sandra, warte mal einen Moment. Was gibt's? Also, als eben der Chief gekommen ist, das wollte ich nicht. Du bist mir nicht egal, das musst du mir glauben. Ich hab nur... Ich wusste nicht... Lass uns später darüber reden. Er wird aber offensichtlich nicht so angegriffen, ne? Also wenn man Julia vom letzten Mal glauben kann, dann ist Jake ja schon so ein bisschen in Gefahr, ebenfalls langsam wahnsinnig zu werden und von dem Götzen angezogen zu werden, während Alan das ja doch scheinbar alles sehr kalt lässt. Ja, was heißt nicht kalt lässt, aber er scheint nicht so angegriffen zu werden. Wahrscheinlich, weil er nur reinere Seele hat oder sowas. Alles klar bei dir? Ja, und wir haben Dynamit gefunden. Scheiße! Schnell weg hier! Julia. Spreng du das Scheißding. Ich helfe dem Nerd. Aber du bist verletzt. Ich werde es überleben. Also gut, aber spiel nicht den Helden. Ja, ja, nun geh schon. Voll im What the fuck-Gesicht und das ist nicht sein Ernst. Die Geheimtür ist zu. Das kann doch nicht sein. Sandra? Jake? Geh weg von mir. Nein, lass mich. Haben sie dir was getan? Nein. Und was haben die Schweine vor? Sie wollen den Götzen sprengen. Scheiße. Was soll das? Ich lasse nicht zu, dass ihr nochmal jemanden tötet. So läuft der Hase also. Du fällst uns in den Rücken. Ich hatte bei dir schnell mal ein dummes Gefühl. Tut mir ja leid wegen Matt und Crystal, aber Verräter haben bei uns ein sehr kurzes Leben. Okay. Es ist Schild, null Schaden und... Okay. Scheiße. Ah, ich kann nicht... Es und das... Scheiße. Oh Gott, ich bin voll am Verlieren gerade. Alter.
Okay. Scheiße. Ich kann nicht essen und da. Okay, wenigstens waren wir uns da mal wieder einig. Scheiße. Das war doof. Scheiße, das war auch doof. Manchmal mache ich doofe Sachen. Okay. Komm schon. Scheiße. Oh, Gott sei Dank. Ein Jäger, der von seiner Beute erlegt wird. Ganz schön erbärmlich, was? Wer hätte gedacht, dass du so ein Monster bist? Scheiße, das hat mich echt erwischt. Arme Julia. Jake, ich trau dir nicht mehr. Scheiße, ich trau ihm nicht mehr. Er ist bestimmt unser Endgegner. Was ist mit Alan und Julia? Der Nerd kümmert sich um die Missgeburten. Meinst du, er schafft das alleine? Klar, das Viech ist schon tot und wenn der Typ durch die Geheimtür will, kriegt er auch eine Ladung Schrot in die Fresse. Und diese Julia, naja, die ist zurückgeblieben. Der tun diese Sackgesichter sicher nichts. Na gut. Also dann spreng ich jetzt diese dumme Statue. Warte mal, Sandra. Vielleicht sollten wir den Götzen doch nicht sprengen. Warum? Weiß nicht. Irgendwie ist das falsch. Wir können doch einfach warten, bis die Barriere von alleine verschwindet. Muss sie ja irgendwann, sonst kommt hier niemand mehr rein oder raus. Ich verstehe trotzdem nicht, warum du warten willst. Ich habe nämlich mehr als genug von diesem dummen Dorf. Warum eigentlich? Ist doch ganz nett hier. Du hast einen seltsamen Sinn für Humor. Ich meine das ernst. Wir bringen diese Sackgesichter um und dann ist alles wieder in Ordnung. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, hier zu leben. Zusammen mit dir. Was? Lass mich los, Jake. Ich werde dich immer beschützen. Lass mich los. Warum verstehst du das nicht? Wir gehören zusammen. Nein, tun wir nicht. Ich weiß nicht, was mit dir los ist, aber ich glaube nicht, dass ich mir alles gefallen lasse. Ich liebe dich, Sandra. Das glaube ich eher nicht. Hör endlich auf, vor mir wegzulaufen. Jake? Was? Die hat nicht gerade wirklich Jake umgebracht. Okay, Jake war gerade kurz davor durchzudrehen, aber das ist definitiv zu viel. Die können nicht einfach meinen Jake umbringen. Okay, kurze Cooldown-Phase um Stimme. Puh. Du kommst mir nicht so leicht davon. Denk gar nicht daran. Sonst was? Erschießt du mich? Ihr bringt mich doch sowieso um. So bleibt mir wenigstens euer Folterkeller erspart. Wo du recht hast, hast du recht. Am besten ich zerschieß dir einfach das Knie. Weißt du, wie sich das anfühlt, wenn die Kniescheibe von einer Kugel zerfetzt wird? Scheiße. Weißt du, wie sich das anfühlt, wenn das Gewehr keine Kugel mehr hat? Das kommt davon, wenn man die Waffen online kauft. Entschuldigung, das ist eine Scheißstelle, aber es ist lustig. Menno! Ach, scheiße! Manno, Endstation. Darf ich noch wieder speichern? Danke, das ist sehr nett. Ich muss, glaube ich, nämlich wieder irgendwelche... Ich muss wieder irgendwelche... Schalter? Nee, Schalter? Schalter? Muss ich Schalter umlegen? Ach nein, ich muss... okay. Was hat die denn für einen ekligen Arm? Sag mal.
Scheiße, ich hätte es fast geschafft. Ich hätte noch einmal im Kreis rennen müssen. Okay. Kriege ich aber. Krieg ich hin. Okay. Das kriege ich alles hin. Ich kriege alles hin. Nein, scheiße. Ich muss noch einmal. Okay. Okay, komm. Ja, ist das unfair. Ich müsste sie eigentlich einmal angreifen lassen. Ah! Ein bisschen geplanter, bitte. Muss ich sie da jetzt eigentlich reinlocken? Kann ich sie da reinlocken oder muss ich da selbst rein? Oder sie. Aber ich konnte ja nur von außen den Knüppel zumachen. Anders ging es ja nicht. Was ist mit Alan? Bob hat ihn erwischt. Oh nein. Und nicht er auch noch. Ich dachte, man kriegt wenigstens ein bisschen romantisches Ende hier hin. Aber ich glaube, im ersten Teil hast du sogar noch einen von... Ich glaube, du konntest sogar beide retten. Ich bin mir aber gerade nicht so sicher. Oh Gott, ist das eng. Nein, ich reg mich jetzt nicht auf. Jake ist auch tot. Dein Vater hat ihn umgebracht. Ist er auch? Nein, ich habe ihn da hinten eingesperrt. Ich werde ihn befreien, wenn du weg bist. Er ist immer noch mein Vater. Er ist ein Mörder! Wenn du damit leben kannst. Ich könnte es nicht. Deine Eltern gehören ins Gefängnis für den Rest ihres Lebens. Ich weiß, aber trotzdem will ich sie nicht ans Messer liefern. Wie du meinst. Es tut mir leid. Du wirst ihnen jetzt nichts antun, oder? Nein, das könnte ich nicht. Ich kann nur eins machen, dieses Scheißding sprengen und von hier verschwinden. Oh, ich trauere gerade um Jake und um Alan. Nachdem ich den Götzen gesprengt hatte, verschwand die Barriere wirklich. Ich fuhr mit dem gestohlenen Wagen bis zur nächsten Tankstelle und alarmierte die Polizei. Natürlich wollte mir zuerst niemand glauben, aber als sie in Dusty Creek ankamen, mussten sie es. Die toten Monster waren Beweis genug. Später fanden sie auch noch zwei lebende Monster. Bob starb im Kugelhagel der Polizei und die Frau vom Wirt ließ sich widerstandslos festnehmen. Von ihr erfuhren die Polizisten auch, was sich in Dusty Creek in den fast 175 Jahren zugetragen hatte. Von Julia und ihren Eltern fehlte jede Spur. Es schmeckt mir immer noch nicht, dass die beiden Mörder noch frei herumlaufen. Aber ohne den Schutz des Götzen können sie wenigstens nicht einfach so weitermachen. Die Medien berichteten ausführlich über Dusty Creek. Eine fanatische Sekte solle für die Morde verantwortlich sein. Über den Götzen und die Monster wurde nie ein Wort verloren. Manchmal frage ich mich, ob er es wirklich gereicht hat, den Götzen zu sprengen. Und je länger ich darüber nachdenke, desto unwohler fühle ich mich. Vielleicht war das alles nur der Anfang. Das wäre gruselig, wenn das alles nur der Anfang wäre. Idee und Umsetzung, Kelvin. Oh Gott, dieses Spiel, das ist echt immer noch... Ich muss das gerade ein bisschen auf mich wirken lassen, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Ich weiß nicht, ich bin mir tatsächlich echt nicht mehr sicher, ob in der ersten Version Jake und Ellen auch sterben mussten. Ich glaube nämlich, dass wir damit denen fliehen konnten. Was ich deutlich schöner fände. Dass die, oder Desert Nightmare, ich sag immer, dass die Creek, ich weiß gar nicht warum. Desert Nightmare hatte schon im ersten Teil manchmal so das Problem, dass die Rätsel unlogisch waren. Für mich. Für andere vielleicht nicht. Und ich danke dir fürs Spielen. Habe ich gerne gemacht. Nein, ganz ehrlich, ich liebe das Spiel echt immer noch. Und ich werde einfach auch den ersten Teil, also die erste Version spielen, damit ihr auch mal den Unterschied seht. Und ich finde den ersten Teil auch tatsächlich immer noch ein bisschen besser. Es tut mir leid, es ist so. Wahrscheinlich, weil einfach mein kitschiges Herz an den Erinnerungen hängt. So, kleine Anmerkung hinten dran. Ich wollte Desert Nightmare den ersten Teil auch gleich noch mit aufnehmen. Hat aber nicht funktioniert. Keine Ahnung, irgendwie lässt sich das Spiel doch nicht aufnehmen. Ich habe gedacht, das funktioniert alles super klasse, super gut, aber hat nicht funktioniert. Tut mir ja leid. Das war so nicht geplant. Wie gesagt, das lässt sich nicht aufnehmen, also endet die ganze Chose hier jetzt. Was ich ein bisschen schade finde, weil das andere... Ich finde den ersten Teil noch ein wenig besser. Ich werde ihn vielleicht für mich alleine nochmal spielen, aber aufnehmen kann ich ihn leider nicht. Es tut mir sehr leid. Wir sehen uns in einem neuen Projekt. Bis dahin. Tschüss.